Hallo und herzlich willkommen im Wald und ich möchte jetzt mal wieder was machen, was ich ganz lange nicht gemacht habe, und zwar eine Messer-Review. Und zwar handelt es sich hier um das Opinel Explore in Grün, Opinel Nummer 12 Explore in Grün. Und kleiner Disclaimer vorneweg, normalerweise stelle ich ja nur Dinge vor, die ich mir selber gekauft habe. In diesem Fall stelle ich jetzt ausnahmsweise mal ein Ding vor, das ich selbst geschenkt bekommen habe. Ich habe also hier kein Geld für ausgegeben. Ich habe es allerdings nicht vom Hersteller oder von irgendjemandem, der dieses Ding verkaufen möchte, sondern einfach von einer Privatperson geschenkt bekommen. Deshalb ist das mit ein klein wenig Emotionen verbunden, dieses Messer. Also ich habe es gern, weil es ein Geschenk gewesen ist, über das ich mich sehr freue, immer noch, nicht Vergangenheitsform, sondern immer noch freue. Und deswegen ist das jetzt vielleicht nicht ganz so objektiv wie alles andere, was ich so an Produktvorstellungen in Anführungszeichen mache. Das vielleicht nur mal vorneweg, dass ihr also da Bescheid wisst. Es spielt schon eine gewisse Rolle, dass ich das Ding einfach gerne habe, weil es ein Geschenk war. Ne? Also, dass das gleich am Anfang geklärt ist, und dann schauen wir uns das Ding mal näher an. Ah, und da haben wir das gute Stück. Gehen wir mal kurz auf die Unterschiede zum klassischen Opinel Nummer 12 ein und fangen vorne an, und zwar ganz vorne. Und zwar haben wir hier eine andere Klingenanordnung. Wir haben hier nämlich eine Drop-Point-Spitze und nicht eine Bowie-Spitze, wie das bei allen anderen Messern der Fall ist. Und es sieht so aus, als hätte man einfach von der Standard-12er-Klinge ein bisschen mehr weggeschliffen, um dann diese Drop-Point-Spitze hinzuschleifen, und damit ist die gesamte Klinge ein wenig kürzer geworden. Die ist nämlich jetzt nur noch 10 cm lang und nicht mehr wie beim Opinel Nummer 12 eigentlich üblich 12 cm. Und ja, das ist im ersten Moment für mich als Mensch, der seine 12 cm Klinge eigentlich immer sehr gerne hatte, so ein bisschen, kann ich jetzt nicht nachvollziehen. Aber andererseits, es lässt sich mit dieser 10 cm Klinge auch wirklich hervorragend arbeiten. Und ich habe das Gefühl, ob das so ist, muss jeder dann für sich selber entscheiden, dass aufgrund dessen, dass der Griff gleich geblieben ist, insgesamt ein bisschen schwerer ist, das Messer somit ein bisschen fester in der Hand liegt und man mehr Kontrolle über die Klinge hat beim Arbeiten, als das bei der Standardversion der Fall ist. Das liegt sicherlich auch daran, dass die Klinge einfach ein bisschen kürzer ist. Je kürzer die Klinge, desto einfacher zu handhaben. Das ist eben nun mal eine Tatsache, wenn man mit so einem halben Schwert rumhantieren muss. Das ist halt ein bisschen unsicherer als mit so einem kurzen, vergleichsweise kleinen Messerchen. Und die Länge von 10 cm ist ja für sämtliche Schnitzarbeiten, und dafür ist das Messer gedacht, zum Schneiden und Schnitzen, auch vollkommen ausreichend. Also da gibt es überhaupt nicht keinen Grund, weshalb man da unbedingt mehr Zentimeter Klinge bräuchte. Fällt mir jedenfalls keiner ein. So, dann der nächste Unterschied besteht nicht hier, weil das ist exakt baugleich mit allen anderen Opinels. Das übliche Viroblock-System unterscheidet sich also damit überhaupt nicht von anderen Opinel-Messern. Und dann ist natürlich der Griff jetzt eine besondere Besonderheit, muss man sagen, weil der ist eben nämlich nicht aus Holz, sondern aus einem Kunststoff. Zwei Komponenten. Einmal dieser sehr feste, den man hier sehen kann, also dieses graue Zeug, das gibt gar nicht nach, fühlt sich also auch hundertprozentig fest an und ist relativ hart. Und dieses grüne hier, das gibt etwas nach, fühlt sich ein bisschen weicher an. Ich habe gerade vergessen, aus welchen Materialien die jeweils bestehen, und werde es euch unten hinschreiben, wenn ich es nochmal recherchiert habe. Ich glaube, das ist auch alles beides der gleiche Kunststoff vom Grundding her, aber aus irgendwelchen Gründen ist er halt hier eben ein bisschen nachgebend. Deshalb sind hier auch diese interessanten Muster drauf. Ich finde, dieses Muster erinnert so ein bisschen an die Höhenlinien auf einer Wanderkarte. Ich finde das sehr ansprechend, finde ich sehr hübsch. Sorgt zusätzlich dafür, dass das wirklich hervorragend in der Hand liegt, und die Rutschfestigkeit, die beim Holz-Opinel auch gut ist, ist hier halt wirklich phänomenal. Insbesondere wenn man dann noch Handschuhe anhat, da rutscht überhaupt nichts.
Also da muss ich mich auch nicht anstrengen, das besonders festzuhalten. Da rutscht wirklich gar nichts. Das sitzt 100% sicher in der Pfote. Was ja auch bei einem Opinel-Messer schon wichtig ist, weil sie halt eben keinerlei Schutz für die Finger haben, dass einem das Messer beim Hochrutschen eben, die Hand könnte einem sonst schon relativ leicht in die Klinge rutschen. Das ist schwerer als Holz. Man merkt es richtig, wenn man die normalen 12er Opinels gewöhnt ist, wenn man dieses Ding in die Hand nimmt, das wiegt schon nochmal gefühlt sehr viel mehr. Ich finde das angenehm beim Arbeiten, weil man dann halt einfach mehr Kontrolle über die Klinge hat, wenn der Griff schwerer ist. Ne? Schwerpunkt liegt also definitiv im Griff. Es ist halt aber insgesamt dann vielleicht eine Kleinigkeit schwerer eben zu tragen und fühlt sich in der Tasche, je nachdem was für eine Hose man anhat, wenn man es in der Hosentasche trägt, auch durchaus manchmal ein bisschen schwer an. Also da gibt es leichtere Messer, das finde ich dann wiederum angenehmer. Also beim Schaffen sehr gut, zum Transport muss man sich erstmal dran gewöhnen. Es ist aber auch nicht so, dass das schlimm wäre oder sonst wie. Ein großer Vorteil dieses Griffmaterials besteht eben darin, dass er den großen Nachteil der klassischen Opinels ausgleicht, nämlich das kann nass werden, so viel es möchte. Ist vollkommen wurscht. Passiert nichts. Ich habe das auch in sehr feuchter Witterung dabei gehabt. Ich habe es auch mal eine Nacht lang spaßeshalber einfach mal draußen im Regen liegen lassen, um mal zu testen, was passiert. Nix. Schlicht und ergreifend gar nichts. Geht nach wie vor genauso auf. Am Griff verändert sich überhaupt nichts. Das Material nimmt halt eben keinerlei Wasser auf, anders als beim Holz. So. Jetzt endet die Kerbe, bei der die Klinge rein soll, schon hier. Jetzt haben wir noch einen Haufen Griff übrig. Das ist halt ungewöhnlich und deswegen sind da halt eben, beziehungsweise das ist auch der Platz, wo jetzt die ganzen Extras verbaut sind. Man kennt ja schon vom kleineren Opinel Outdoor, dass es auch mit Wellenschliffklinge gibt. Besitze ich nicht. Gefällt mir auch ehrlich gesagt nicht so richtig. Werde ich mir auch nicht zulegen wollen. Gibt es aber auch hier eine ähnliche Pfeife. Die ist wunderbar, die pfeift potenziell bis zu 110 Dezibel laut, glaube ich, habe ich nachgelesen. Habe ich nie ausprobiert, da so richtig laut reinzupfeifen, aber die funktioniert wirklich absolut einwandfrei. Die ist aus dem gleichen Griffmaterial wie alles andere auch, damit also nahezu unzerstörbar. Und man kann mit dem Griff auch auf irgendwelchen Zeug rumhämmern, das habe ich auch ausprobiert, ohne dass man danach die Pfeife irgendwie... Dass die da kaputt gehen kann, das kann ich mir nicht vorstellen. So, dann haben wir diesen interessanten Schneidhaken. Mein einziger Kritikpunkt an diesem Schneidhaken ist, dass wir im Outdoor-Bereich, glaube ich, eher selten Verwendung für dieses Ding haben. Der funktioniert sonst gut. Insbesondere, was ich damit jetzt am meisten geschnitten habe, sind so Paketbänder. Oder Klebeband. Oder ja, Schnüre. Schnüre wäre jetzt natürlich was man auch im Wald mal hin und wieder abschneiden möchte. Aber sonst fällt mir jetzt für draußen in der Natur, ehrlich gesagt, nicht so viel Verwendung für diesen Schneidhaken ein. So im Alltag, wenn man das Ding wirklich als Alltagsmesser mit sich rumschleppt, dann ist der immer mal wieder nützlich. Man kann ihn selbstverständlich auch als Gurtschneider verwenden. Da gehe ich mal ganz schwer davon aus, dass der sich auch durch einen Anschnallgurt fressen würde, wenn man das mal ausprobieren würde. Ich habe leider keinen alten Anschnallgurt, wo ich sowas mal testen könnte. Kann man auch abmachen. So. Rückseite von diesem Griffkombination. Hier hat man jetzt die Möglichkeit, dieses rote Ding ein bisschen hochzuschieben und kann dann das reinstecken, was wichtig ist, weil wenn der Schneidhaken da auf die ganze Zeit rausguckt, der stört ein bisschen beim Arbeiten. Das Hantieren mit dem Messer ist erheblich leichter, wenn man da hinten nur diesen Karabinerhaken, nenne ich den jetzt einfach mal, also Haken, um einen Karabiner zu befestigen. So ist es, glaube ich, sinnvoller. Rausgucken hat. Der stört mich jetzt beim Hantieren für gewöhnlich nicht, weil wenn ich das Messer so anfasse, wie ich es beim Schneiden normalerweise tue, dann kann man auch noch wunderbar einen Finger auf den Klingenrücken legen und dann guckt er da hinten raus und ist mir eigentlich relativ egal. Wer jetzt viel größere Hände hat, hat natürlich die Möglichkeit, dann noch ein bisschen weiter hochzugehen und dann füllt er das halt bis hinten wieder aus. Also wirklich effektiv im Weg beim normalen Schneiden mit dem Messer ist das Ding da hinten nicht. Und man kann sich halt aufgrund dessen, dass man sich hier wunderbar einen Karabiner dranhängen kann, das Messer wunderbar an die Hose hängen, auch an Hosen, die nicht viele Taschen haben. Man kann sich an den Rucksack hängen, man kann sich sonst wo irgendwie hinhängen. Auch für mich hat dieser Haken eine tolle Funktion, denn
bei meinen Hosen, die ich fast immer anhabe, wenn ich im Walde unterwegs bin, gibt es hier ja so eine Tasche. Ne? Also das ist so eine Bundeswehr-Moleskin-Hose. Und diese Tasche ist von der Länge her perfekt geeignet für dieses Messer und das passt da wunderbar rein. So, und ein normales Opinel hat jetzt den Nachteil, dass es durch den fehlenden Haken hier gerne noch weiter in die Tasche rutscht. Das demonstriere ich mal, indem ich den Haken rausmache. Also hier haben wir jetzt das Ding ohne Haken, dann rutscht es sehr weit in die Tasche und wenn man jetzt an sein Messer rankommen will, dann muss man da erst rumfriemeln und wenn man dann zum Beispiel Handschuhe anhat, dann muss man meistens auf der Rückseite hier unten quasi noch ein bisschen nachhelfen, damit es ein bisschen hochkommt und dann kann man es erst rausziehen. Das ist mit ein bisschen Übung auch nicht schlimm, aber ich empfinde es doch als angenehm mit diesem Ding hier drin, dass es einem dann eben gar nicht so weit in die Tasche reinrutscht, immer oben rausguckt und man kommt da deutlich schneller ran. Man kann es auch schneller reinstecken und man hat immer einen deutlich flotteren Zugriff auf sein Messer, wenn man es gerade braucht. Ja, dann gibt es eben noch die Option, den Haken einfach rauszunehmen. Wenn man den nicht braucht, kann man dann stattdessen dieses Ding trotzdem reinstecken und kann das Messer so mitnehmen. Es ist jetzt nicht so, dass durch den fehlenden Haken oder durch dieses Metallteil generell irgendwie jetzt der hier verloren gehen würde. Also der sitzt auch bombenfest, ob jetzt nun dieses Metallding drin ist oder nicht. Ich finde das Messer vom Design her so ehrlich gesagt schöner als ohne diesen Haken. Ich finde den so ein bisschen optisch störend. Geschmackssache sicherlich auch. So, und dann ist da halt eben noch ein Fire Steel drin. Der funktioniert gut. Da gibt es nichts zu meckern. Zack. Also das ist definitiv ein hochwertiger, vielleicht nicht der allerbeste der Welt, das weiß ich nicht. Man braucht aber auch nicht den allerbesten zur Welt, um ein Feuerchen anzuzünden, habe ich also mit diesem Ding hier schon problemlos hinbekommen. Der Haken, den kann man nicht einzeln kaufen. Man sollte sich den also wirklich für Notfälle und für nur ganz gelegentlich mal eine Zündung, wenn man gerade mal nichts anderes dabei hat oder wirklich zu faul ist, unbedingt was anderes zu suchen, sich den aufheben. Ich habe ihn für meinen Geschmack schon zu oft benutzt. Er zeigt schon gewisse Abnutzungserscheinungen. Ja, nicht viel, aber so ein ganz bisschen halt auch schon. Ne? Man kann hier so eine leichte Krümmung schon erkennen. In Anbetracht dessen, dass der Zingerich möglichst ewig halten soll, ist das ein bisschen blöd. Ja, das ist halt schade, dass man die nicht nachkaufen kann. Es ist vielleicht sogar eben noch ein bisschen stabiler als die Holz-Opinels, weil halt eben dieser Kunststoff nicht so leicht ausbricht wie das Holz. Das kommt vor, wenn man eben dann doch mal sein Opinel zum Batonieren hernimmt, was man halt wirklich nicht machen sollte. Aber bei den Holzdingern, da kommt das dann schon relativ schnell mal vor, dass die dann ein bisschen ausbrechen. Das ist hier sicherlich noch ein bisschen unempfindlicher. Trotzdem sollte man das nicht zum Batoning hernehmen, ne? Dann machen wir noch ein paar schöne Schnitzübungen und dazu muss ich jetzt vielleicht noch kurz hinzufügen. Ich habe das Messer jetzt, seit ich es habe, nicht einmal geschliffen. Ich habe also den Eindruck, dass es im Gegensatz zu den Carbonstahl-Opinels, also die rosten, die Schärfe länger hält. Es war nie so wirklich so ganz so scharf wie die Carbonstahl-Opinels, aber dafür bleibt es quasi, seit ich es habe, auf dem gleichen Schärfeniveau. Ich habe jetzt bisher noch kein wirklich deutliches Nachlassen der Schärfe bei dem Messer feststellen können und habe schon wirklich sehr, 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 sehr viel benutzt. Das ist erstaunlich, wie lange eben dieser rostfreie Stahl doch die Schärfe hält. Auch wenn sie insgesamt nicht so hoch ist. Zum Nachschleifen, das kann ich jetzt halt eben gar nicht sagen, soll es wohl ein kleines bisschen schwieriger sein als bei den klassischen Opinels, aber sicherlich auch nicht schwer. Von daher habe ich mir jetzt da den Versuch auch gespart. Das sollte auf keinen Fall ein Problem darstellen. So, dann schnibbeln wir mal ein bisschen rum. So, hier habe ich jetzt mal verschiedene Testhölzer besorgt. Was wir hier haben, ist ein dünnes Zweigchen Holunder, relativ gut ausgetrocknet. Und Holunder ist ja sehr einfach zu bearbeiten, allein schon wegen dem schönen Kern drinne, der im Prinzip bloß aus so einer Art Schaumfüllung besteht. Ne? Also man kann es, denke ich, hier ganz gut erahnen. Zoomen wir da mal noch ein bisschen ran, damit man das besser sehen kann. Das lässt sich wunderbar hier aushöhlen und da kommt jetzt halt auch eben die
Messerspitze gut zum Einsatz, dass die halt in der Messermitte liegt. Man kann dann solche Arbeiten, finde ich, schon besser mit der Bowie-Spitze machen, als das eben mit der normalen Spitze geht. Zack, bricht's aus. Worauf ich hinaus möchte, zack, also Holunder abschnibbeln, das funktioniert völlig problemlos. Das ist so eine Sache, die ich finde, die sich mit so einem Holunder wunderbar machen lässt, ist die Pommesgabel. Tada, die Pommesgabel. Also dafür ist so ein Holunderstock echt prima geeignet. Mit dickeren kriegt man eine größere Pommesgabel hin. Ich habe mit sowas auch schon wirklich an der Pommesbude gegessen, beziehungsweise mir sowas schon häufiger unterwegs gemacht, weil ich mal wieder sämtliches anderes Besteck vergessen hatte. Tada, die Pommesgabel. Funktioniert, geht, kann man mit essen. So, dann kommen wir zum nächsten Stock. Leider ist er hier schon ein bisschen angefressen, wie man sehen kann. Aber nichtsdestotrotz geht unser Messerchen da ganz wunderbar durch. Jetzt ist er, wie gesagt, eben halt schon ein bisschen morsch, aber das ist schon wirklich überhaupt keine Schwierigkeit, wie man hier sehen kann, da entsprechend was abzubekommen. Und eine schöne Spitze hat man dann halt auch wirklich mit ganz paar Messerschnitten in Sekundenschnelle. Kann man sich quasi schon als Miniaturhering irgendwie hernehmen und so weiter und so fort. Ja, dann habe ich hier noch was Dickeres genommen. Das erste Dickere, was ich gefunden habe, weil ich einfach mal gucken wollte, wie schnell kommt man da durch. Und man sieht, den hat man auch ruckizucki durchgeschnibbelt. Also könnte man natürlich auch brechen, aber funktioniert auch mit dem Messer ganz wunderbar. Wenn man das gerade an einer definierten Stelle durchhaben möchte, funktioniert das problemlos. Das ist jetzt auch kein besonders hartes Holz. So. Ich finde immer wieder gut zum Messertesten ist ein bisschen frische Hasel. Deshalb habe ich mir hier eben gerade ein Haselstöckchen abgeschnitten. Der ist jetzt auch nicht besonders dick. Aber Hasel ist auf jeden Fall definitiv ein sehr hartes Holz. Und mit wenigen Schnitten kann man hier auch schon so die ersten Löffelersatzsachen machen. Einen Kaffeeumrührer, wenn man dafür keinen Löffel dabei hat und so weiter und so fort. Natürlich ist das auch relativ schnell, dann relativ lang. Kann man dann auch als Buttermesserersatz verwenden und hat dann sehr schnell so ein Ding. Man kriegt den Stock auch vergleichsweise schnell durch. Zack. Ne? Also auch das schon eine ganz kleine, simple Schnitzübung. Das kennen wir ja alle. Spitze hat man auch mit 4 Schnitten oder auch 5, wenn man sich ein bisschen verschnippelt hat. Eine kurze kleine Spitze dran. Auch wieder so als Hering verwendbar. Zum Thema Betoning mit dem Opinel. Dann machen wir jetzt mal kurz das Ding. Können wir jetzt, glaube ich, spalten. Das ist klein genug. Einigermaßen sehen. Ne? Und wie gesagt, ich nehme da gerade einfach immer die Faust. Und ja, das ist auf der Größe. So kleine Sachen kann man dann schon relativ einfach mal spalten. Wozu das jetzt notwendig sein soll, weiß ich nicht. Aber es geht. So, und was ja dann auch immer in so schönen Messer-Reviews gerne gezeigt wird, ist, dass man mit dem Messer auch Pfeffersticks machen kann. Es wäre ja auch schlecht, wenn das überhaupt nicht ginge. Das Problem ist, ich habe hier frisches Holz und man muss da dann schon ein bisschen aufpassen, dass man das nicht sofort gleich alles abschnibbelt. Insbesondere, wenn man sehr lange Pfeffern machen möchte. Aber das funktioniert selbstverständlich auch, kann man alles machen. Brennen wird das jetzt trotzdem nicht gut, weil es halt wirklich ganz, ganz frisches Holz ist. Ich finde aber wirklich zum Pfefferstick schneiden ist so ein Flachschliff, wie alle Opinel-Messer haben, eher nicht so schön. Da ist so ein Scandi-Schliff deutlich besser. Also schaut jetzt so aus, könnte man jetzt anzünden, ja, wird wahrscheinlich nicht brennen. Ich probiere es trotzdem mal.
Na ja. Oh. Nein. Hätte mich, wie gesagt, auch überrascht. Bei frischem Holz, aber Hauptsache, ich habe noch irgendwas angezündet. So, das soll es gewesen sein.